Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Monster Hunter World. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag oder werdet ihn noch haben. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal schön den Anjanat in den Arsch treten oder eher mir, was eher wahrscheinlich ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier ein bisschen meine Ausrüstung verändert bzw. verbessert und zwar einmal das Brustteil und einmal den Helm. Und zwar, und ach ja, die Dings hier, die Handschuhe. Auf jeden Fall zeige ich euch das mal eben kurz. Das sieht genauso aus wie das andere. Allerdings hier haben wir einmal den Angriff. Da habe ich einen Dings drin, einen Sockel. Das kann ich euch gleich mal eben kurz zeigen. Was ich jetzt so habe. Angriffsboost 2 habe ich gerade. Schnelle Schärfen 2, aber es geht jetzt richtig schnell. Verteidigungsboost, Gesundheitsboost, kritischer Blick, schnell essen und einschüchtern. Einschüchtern ist nicht gewollt. Ja, das habe ich einfach reingepackt, weil ich hatte nichts anderes. Aber wenigstens nerven mich dann die kleinen Monster nicht so. Aber trotzdem ist es kein gutes Teil, was man unbedingt haben sollte. Das ist auf jeden Fall eher zu vernachlässigen. Und ja, ansonsten müssen wir jetzt erstmal weitermachen, weil die interessanten Sets für mich, also die wirklich gut sind, die kommen erst später, auch wenn der Kopf und die Brust wirklich nicht schlecht sind, aber ja, ich habe gerade nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, mein Set hier einzustellen, deswegen ist es eher schlecht als recht, aber ich habe ein bisschen was zusammengetüftelt da und das geht eigentlich. Und ich will mal eben was sehen, und zwar, wenn ich jetzt ein Notzeichen mache, hochrangig, ob da irgendwas ist, und zwar gibt es hier Expeditionen. Aber keine Quest, wie es scheint. Also wirklich nur Expeditionen. Das ist sehr schade. Ich sag ja, High Rank ist immer noch nicht so dolle. Da müssen wir so ein bisschen weiterkommen ins DLC vor allem. Und da werden dann mehr Leute unterwegs sein. Hier gibt es jetzt auch gar nicht so viel. Deswegen machen wir jetzt mal die Aufgabe hier mit den rosigen Aussichten. Und da bin ich mal wirklich gespannt. Oh Gott, ein Anjanat, ey. Ich hasse das Vieh, ne? Wir können mal auch mal eben kurz was bauen. Und zwar können wir mal eben schauen. Das machen wir eben kurz an der Kiste, ob wir vielleicht eine Falle bauen können für den. Herstellungsliste, da haben wir doch hier sicherlich. Genau. Das sind Fassbomben. Beruhigungsbombe, Lehmpilz und Schlafkraut. Das reicht leider nicht. Wir brauchen mehr Schlafkraut. Ja, dann halt nicht. Machen wir später dann anders. Muss ich nochmal gucken, ob wir das später mal anbauen können. Aber ist, wie gesagt, nicht so wichtig. Den können wir auch einfach so kaputt machen. Da bleiben wir auch bei der Waffe. Ich finde zwar auch den das Langschwert nicht schlecht für ihn, aber ich finde schon das Teil hier schöner, weil man kann man dann schön auf ihn reiten. Und Gigiti, ich bin ja gerne mal auf dem Monster drauf hier, um es auf den Boden zu bringen. Das ist gerade beim Anjanat wirklich gut. Weil ihr wisst ja, ich hasse den Dude. Also das heißt hassen. Ich kämpfe gerne gegen ihn. Das macht Spaß. Aber Ich habe auch sehr viel Respekt vor ihm. Also hassen ist eigentlich so ein schlechter Begriff dafür. Sagen wir, sehr viel Respekt habe ich vor ihm. Weil mir schon sehr viel Wehwehchen angetan hat. Und ich muss sagen, dass im LP mit euch das Spiel ehrlich gesagt mehr Spaß macht als im Stream. Das ist komisch, oder? Ich meine, ich stream total gerne, aber mit euch kann ich mir das mal einteilen, mit YouTube. Ich kann einfach sagen, hey, jetzt möchte ich Monster Hunter spielen und nicht so von wegen, ja, morgen habe ich Streamtag und da wird das so ein bisschen erwartet, sondern das finde ich einfach schön. Und ich werde jetzt auch den Stream wieder so ein bisschen so gestalten, wie ich das möchte und nicht so, wie ich, sage ich mal, wie die Erwartungshaltung ist, ja. Zumindest das ist der Plan. Mal gucken, wie ich mich entscheide, was ich mache. Und ja, wollte ich einfach mal gesagt haben. Und wie gesagt, es freut mich auch sehr, dass ihr euch das anguckt. Finde ich sehr schön. Ja, die Beteiligung, das freut mich wirklich. Auch wenn ich leider sehr wenig Zeit zum gemeinsamen Spielen oder so habe. Das ist leider bei mir momentan so ziemlich unmöglich, leider.
sind wir auch schon voll. Wir versuchen seinen Kopf so ein bisschen zu beschädigen. Und dann hat er mit dem Spucken manchmal Probleme und das könnte mir teilweise echt den Arsch retten. Weil das. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das im Kopf liegt oder an, wenn er so ein bisschen. Ne? Fertig ist. War irgendwie nicht so gut mit dem Schlafen. So, meine Schärfe ist auch schon wieder richtig schön runter. Das ist ehrlich gesagt auch so ein Punkt, den ich an der Waffe nicht mag. Wird sehr schnell stumpf. Aber naja, dafür hat die Waffe auch ziemlich viele schöne Seiten. Jetzt zum Beispiel das mit dem ständigen auf dem Monster reiten. Der pennt ja schon wieder. Diese Katzen, glaube ich. Oder er hat irgendwie die Schlafkrankheit oder so. Das glaube ich mal einfach nicht. Ich glaube, durch das Gift geht auch seine Ausdauer ein bisschen runter. Er wirkt sehr müde, sehr K.O. Also er ist schnell auch wieder aus seiner Rage rausgekommen. Aber es war, glaube ich, kein richtiger Rage-Modus. Der Start ist auf jeden Fall gut, muss ich sagen. Sag mal, kannst du bitte mal aufhören, mich die ganze Zeit in die Ecke zu drängen? Ich bin tot. Ja. Da hat er mich schön in die Ecke geschmissen und mich da auch nochmal gefinisht. Ich meine, so viel Schaden macht er nicht. Ich finde ihn jetzt auch nicht gerade so... Schwierig, das war einfach nur richtig schön Pech. So. Ja, shit happens, life goes on. Müssen wir gleich wieder hin und vor allem auch die Buffs neu machen. Was mich ehrlich gesagt gerade so heftig ankotzt, dass ich mir doch den anderen nehme. Die andere Waffe. Das geht mir mittlerweile echt so auf den Sack. Deswegen nehme ich jetzt mal die mit. Da brauche ich mir darum keine Gedanken machen. So. Wie ist das eigentlich bei euch? Welche Waffe mögt ihr eigentlich nicht? Also ich finde es eigentlich die Insektenglewe wirklich toll. Ich spiele die eigentlich auch sehr gerne. Aber mit der Zeit wird es irgendwie anstrengend, ständig die Buffs aufzuladen, weil das immer so... Die halten meiner Meinung nach nicht so lange. Das ist immer ein bisschen nervig. Aber ab und zu ist das schön. Macht viel Spaß. Aber auch wenn es Spaß macht, sage ich mal, sind die negativen Aspekte der Waffe irgendwie, ja, ausgeprägter, finde ich.
Auch wenn ich ihm nicht so viel Schaden mache gerade hier. Mal. Kannst du mal bitte stehen bleiben? Mach ihn halt mit der Insektenklebe deutlich mehr Schaden. Vor allem, weil ich ihn viel öfter in einer Situation habe, wo ich ihn gut angreifen kann. Mal sehen, wie die Kleinen mich da wieder unterstützen. So, er ist wieder vergiftet. Das ist sehr gut. Aber in der Situation hier, wenn er so nach vorne chargt, da werde ich mich nicht mehr mit ihm anlegen. Da gehe ich ganz weit von ihm weg. Ich hab grad gesehen, wie schnell ich mein Schwert geschärft habe, ne? Das ist richtig genial. Jo. Der ist schon echt ein bisschen härter als die normale Version. Holy moly, ey. Da muss ich mich auch ein bisschen konzentrieren, deswegen bin ich auch ein bisschen ruhiger als sonst. Weil der ist doch schon ein bisschen anstrengender. Könnte ich jetzt vielleicht die Klaue mal einsetzen. Aber ey, mache ich da wenig Schaden, wow. Gut, jetzt geht's ans Eingemachte hier. Der Basil ist da. Jo, und erwischt mich, wenn ich da hochkletter, natürlich. Warum denn auch nicht, ne?
Ich kann nicht mal meine Ding da zu Ende machen. Puh, das ist wirklich... Das ist hart. Aber wenigstens haut der Basel ab. Der ist wie ein Pickel am Arsch, wirklich. Auch wenn ich damit zum Glück noch keine ausgiebigen Erfahrungen hatte. Aber gut. Wir haben Kabalit-Erz. Oh, das ist sehr gut. Kabalit brauchen wir nämlich. Für ein Teil, was ich gerne bauen wollte. Und hallo, kleiner Kamerad. Hat den noch nicht, ne? Ne, den Mistkäfer, genau. So, wieder ein Teil gebrochen, was auch immer ich da gerade gebrochen habe. Wie, der ist schon fast tot. Wie, du bist fast tot. Ich hab dich doch kaum getroffen, du Mädchen. Das passte gerade. Wissen ist der beste Angriff und die beste Verteidigung. Wow. Lexikon, alles über deine Gegner nach. Da hat er mich echt weggezogen. Gut, wir brauchen mal eben kurz den Elementarwiderstand hier. Wir haben kein erhöhtes Leben. Ich muss kurz gucken, ob ich vielleicht irgendwas Dings habe, um mein Leben wenigstens zu erhöhen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Nee, da habe ich nichts. Ich habe hier, glaube ich, keine Maxi-Tränke mehr. Ich habe, glaube ich, irgendwo mal einen Maxi-Trank gehabt, aber ich wahrscheinlich für was anderes verwendet. Ja, zweimal habe ich jetzt schon weggezogen. In sehr unknusprigen Situationen. Aber ich glaube, das mit dem Mädchen hat ihm nicht gefallen. Kurz danach hat er sich umgedreht und mich verhauen. Drachenknochenrelikt. Hui. Scheint aber ziemlich selten zu sein. Okay. Der Anjanat ist da vorne. Und die High-Rank-Version ist wirklich nicht lustig. Und ich weiß nicht, ob ich ihn packe. Klar, ich habe ihn fast down, aber ich mache nicht viel Schaden bei ihm. Deswegen, vielleicht sollten wir unsere Waffe woanders mal eben aufladen ein bisschen. Na, da vorne krüppelt er gerade rum. Zum Beispiel bei denen. Würde ich sogar sinnvoll finden, wenn wir das mal eben machen. Wenig. Jetzt haben wir jetzt wenigstens schon mal den Buff. Also das reicht mir eigentlich. So, das ist völlig ausreichend. Erstmal der gelbe, aber ganz ohne wollte ich da jetzt nicht hin. Also ich wollte schon so ein bisschen Power wenigstens haben. Auch mal kurz ganz schnell schärfen hier. Hui, den Machtsamen können wir auch gleich mal reinschmeißen, wenn wir gleich bei ihm sind. Mal versuchen, ob wir ihn auch vergiften können. Also wir werden das auf jeden Fall versuchen, dass wir
den da reinlocken. Beziehungsweise werde ich das dann anmachen, wenn er da in der Nähe ist, werde ich das anhauen. Wenn es die Situation hergibt zumindest. Man kann da ganz mal aufhören, da die Fußspuren einzusammeln. Sag mal. Laufe ich direkt in den Giftkelch und er sammelt die ganze Zeit die Spuren da ein. Ob das sonst keine Probleme hätte. Na gut, auf jeden Fall auch immer schön oben halten jetzt. Und wir haben ein paar Schwachstellen jetzt von ihm, die wir ausnutzen können. Wir haben auch durchaus gesehen, wozu er... Ach nein, bitte nicht. Okay, und nochmal kurz die Dunkapsel. Der ist so lästig, ne? Wie ein Krampf. Oder besagter Pickel. Komm her. Ist das schon wieder vergiftet? Ich habe momentan auch Angst, hier auch nur ansatzweise ein bisschen Schaden zu bekommen. Ihr habt gesehen, wie schnell das gehen kann, ne? Ja, boah, ich habe schon echt Angst gehabt, deswegen war ich auch so ruhig, dass er jetzt noch einmal das Feuer zückt und mich dann one-shottet. Oh mein Gott, das war krass. Das war ein krasser Fight, ey. Hätte ich nicht erwartet, dass mich das so krass erwischen wird mit ihm. Dass er mich da so wegziehen kann. Aber yo, der hat mich gut weggezogen, zweimal. Puh. Der Kampf hat auch ganz schön gedauert, wenn ich gerade so auf die Uhr gucke. Ne, Kleiner? Jetzt hau mal ab. Puh. Jetzt bin ich echt ein bisschen fertig.
Was bekommen wir hier? Pep-Juwel. Ist nicht sonderlich toll. Es sind neue optionale Quests verfügbar. Ui, da werden wir noch sehr viel zu tun haben, denke ich. Bist noch in einem Stück? Bemühe dich bitte. Kirin. Boah, widerliches Vieh. Rede mit dem Chefökologen schon wieder. Zeit für Heldentaten. Rede mit dem Kommandanten. Das machen wir auch mal eben schnell. Da düdeln wir mal eben hin. Hier drüben. Nimm Monster der Alten in der neuen Welt an. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir die Quest dafür. Aber erstmal gucken wir mal kurz an, was wir noch für Quest haben für die nächsten Episoden. Da schauen wir mal eben rein. Bloß nicht bewegen, ja. Noch ein Anjanat. Gut, die beiden müssen wir auch nochmal machen. Glubschäugig und mit den Flossen hier. Weg mit den Flossen. Mal gucken, wann wir das machen. Da ist nur Gewalt. Großes Gaio Bata. Oh, die wurde geupgradet, wie es aussieht. Hier können wir eben kurz gucken. Maxi-Trank könnten wir zum Beispiel für Schneekraut oder die Bären oder Eisenerze oder sowas machen. Also hier Monsterknochen-S zum Beispiel. Ne, könnten wir halt eintauschen dafür, aber ich finde das nicht sinnvoll. Wir brauchen die Monsterknochen-S auch mal irgendwann. Aber für Notfall würde ich schon mal so gerne so 5 Stück da reinpacken. Die können wir jetzt ruhig mal einschmelzen dafür. Ja, aber den Rest möchte ich gerne für mich behalten. Hier in Wyfrianer-Druck, da können wir auch so ein paar von bekommen, aber ne, möchte ich jetzt eigentlich nicht. Es ist ja auch nur Notfallteil, also für so eine Situation wie eben, wo man wirklich merkt, okay, jetzt geht mir der Arsch auf Grundeis, dass ich dann einfach die Möglichkeit habe zu sagen, okay, ich hole den Maxi-Trank raus, ne, und gib ihm. Allerdings müssen wir allgemein jetzt mal so ein bisschen aufstocken. Das wird allerdings etwas Grind erfordern. Beziehungsweise ein bisschen Sammelarbeit. Okay. Paulumu. Apropos, wir können mal eben kurz gucken, ob wir die anderen Sachen abgeben können. Das können wir mal eben ganz schnell noch machen. Und zwar haben wir ja vor einiger Zeit den Yoratodos gemacht. Und da sollte man eigentlich die Sachen für haben. Genau, hier Wasserabdichtung. Und den Wasserschutzmantel bekommen. Hier den Reißzahn. Und ansonsten fehlt hier noch richtig viel. Also ihr seht, ich habe hier auch noch ganz, ganz viel offen. Also hier, ne? Das Paulumu, hier den Aquabeutel, Kuluyaku. Den Kuluyaku machen wir auch bald. Und dann können wir auch gleich das Dings mitmachen, das große Gaio-Bata. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wie, ja, sonst auch immer. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Support der Serie ist auf jeden Fall, ja, gern gesehen. Und falls ihr auf weiteren Gaming-Content steht, dann könnt ihr gerne mal auf meinen Kanal vorbeischauen, da findet ihr weiteren. Und ja, ich wünsche euch was, bis dann und tschüss.